Ja, und da stehen Sie eng beieinander, die Finalteilnehmer dieser 72. Bayerischen Meisterschaften. Bevor ich Ihnen diese jungen Damen und Herren im Einzelnen vorstelle, möchte ich einmal Ehrliches begrüßen. Und da ist an erster Stelle zu nennen die Vertreter des Präsidiums des Bayerischen Tischtennisverbandes mit dem Präsidenten Konrad Grillmeier, dem Vizepräsidenten Sport Gunter Schipera und der Vizepräsidentin Vereinsservice Christine Senz. Herzlich willkommen. Jetzt ist er leider nicht hier vorne, deshalb kann ich auch kurz noch überbrücken, wenn natürlich politische Prominenz der Stadt Dinge noch eintreffen wird, dann werde ich das sofort dann erwähnen, wenn die einzelne Person da ist. Ich hoffe, zur Siegerehrung und zur Übergabe der Preise sind Sie dann da. Und hier vorne, vor der weißen Jacke, unter dem man sitzen, den ich auch persönlich begrüßen möchte, wie übrigens weitere, die Bayerische Meisterschaften seit Jahren begleitet haben. Ich habe vier ehemalige Spieler der Bayerischen Meisterschaften unter den Zuschauern entdecken können. Und hier sitzt auch jemand, der hat jahrelang über die Bayerischen Meisterschaften für das Bayerische Fernsehen berichtet. Herzlich willkommen, Csaba Vasakas, der kürzlich auch seinen 75. Geburtstag feiern konnte. So, und jetzt aber zu den Hauptakteuren. Wir starten ja gleich mit dem Herrendoppel und dem Dameneinzel. Nichtsdestotrotz, Ladies first. In der zweiten Runde sehen wir im Finale des Damendoppels ein Vereinsduell. Und dort treffen aufeinander Laura Tiefenbrunner und Sarah Hans vom TSV Schwabhausen. Und sie spielen gegen die unterfränkische Kombination vom TV 1921 Hofstetten, Franziska Schreiner und Lea Fahrt. Und ganz hier draußen sehen Sie dann die beiden, die jetzt hier das dann eröffnen werden, im Dameneinzel. Franziska Schreiner aus Hofstetten habe ich Ihnen schon vorgestellt. Ihre Gegnerin im Dameneinzel ist Katharina Michailova von der SV DJK Kolmauer. Parallel zum Dameneinzel findet jetzt dann gleich das Herrendoppel statt. Und das ist eine Kombination aus drei verschiedenen Vereinen. Ich ordne Sie gleich den Spielern einzeln zu. Alle vier trainieren im Leistungszentrum München und das sind Daniel Rinderer vom FC Bayern München mit seinem Partner Petros Lambrakidis vom Justus Zwerg. Sowie Anne Server vom TV 1879 Hilboldstein mit Nico Longino vom FC Bayern München. Und die zwei Letzten, die jetzt noch nicht erwähnt sind, haben im Doppelhalbfinale knapp verloren, sonst hätten wir nicht so oft hier verschiedene Namen nennen müssen. Aber das einzelne Endspiel bestreiten Mike Hollo vom TuS Fürstenfeldbruck und Felix Wetzel vom FC Bayern München. Dann danke ich für eure kurze Vorstellung und ich rufe jetzt die beiden ersten Finals auf. An Tisch Nummer 1. Das Herrendoppelfinale. Daniel Rinderer, Petros Lambrakidis gegen Hannes Hörmann und Nico Longino. Das Doppelfinale wird geleitet von Rainer Elmers und ihm assistiert Tobias Wille. Und an Tisch 2, das Endspiel im Dameneinzel. Es spielen Katharina Michailova gegen Franziska Schreiner. Und dieses Finale wird vom Schiedsrichter Günther Zahl geleitet und ihm assistiert Bernadette Schelle.